Ja, ich habe einiges vorbereitet, aber ich versuche, so ohne viel zu lesen, zu sprechen. Nur am Ende bitte entschuldigen Sie mich, weil ich will mich wirklich bei Leuten bedanken und dann werde ich das einfach lesen. Ja, diese Ausstellung für mich ist eine besondere Ausstellung. Ich wollte schon 2017 einen Katalog herauszubringen und eine Ausstellung zu machen, weil ich bin nach Leipzig 1987 gekommen. Und 2017 war es so 30 Jahre mein Leben in Leipzig und da dachte ich, es wäre schön, einen Katalog zu machen. Aber es hat gedauert eben und ich habe den Katalog erst 2019 herausgebracht und ich freue mich sehr, dass ich diesen Katalog hier in dieser Galerie zeigen kann. Was interessant ist, dass 2017 hatte ich hier eine Ausstellung, die hieß Intrusion, also ein Eingriff. Und der Gedanke war damals schon, so eine Art von Katalog zu zeigen, aber wie gesagt, es hat ein bisschen gedauert. Der Katalog beschreibt ein bisschen Etappen in meinem Leben. Und ich habe sogar am Ende viel Text weggenommen, weil ich musste doch einen Katalog machen und weniger ein Erzählband. Aber ich hoffe, dass diese Texte, die ich habe rausgenommen, kann ich wieder in einem anderen Buch oder eine Möglichkeit, etwas zu zeigen. Diese Ausstellung hat 60 Bilder, das ist ziemlich viel für mich für eine Ausstellung. Ich habe wirklich, so ich kann sagen, 2,5 Jahre gearbeitet und aus dem Fundus, man hat Fundus bei sich, das sind hunderte von Bildern, tausende von Zeichnungen, rauszuholen, was ich denke, ein bisschen Zeit zu einem Werdegang. Es sind drei Ebenen, es gibt jetzt diese eine Ebene, dann haben wir unten im der kleine Raum, auch mehr Grafiken und Zeichnungen und ganz oben Bilder aus den 90er Jahren, als ich an der HGB studiert habe. Und dann kann man sehen vielleicht den Unterschied in die Stilrichtungen. Ja, was meine Geschichte anbelangt, als ich habe diese ganzen Bilder angeschaut, habe ich gemerkt, wie dunkel war meine Welt vor 30 Jahren und wie hell ist meine Welt heute, wobei die Welt ist dunkel. Aber ich denke, das hat sich auch zu tun damit, weil ich frage mich, ich bin heute über 60 Jahre alt und ich frage mich, was sind die Alternativen? Noch ein dunkles Bild, noch ein Schmerz oder gibt es auch ein Licht in dieser Welt? Was sind die Alternativen? Als junger Mann, du hast natürlich die Vorstellung, dass diese Welt ist so dunkel, so problematisch, also du stellst wiederum so eine Art von problematisches Bild. Das bringt mir zur Erinnerung, was Bernhard Heisisch hat mir einmal gesagt, in unser erstes Treffen hat mich gefragt, warum wollen Sie bei mir studieren? Und ich habe gesagt, weil Ihre Bilder sind so voll von Geschichten und so voll von Panorama, von geschichtlichen Panorama über Krieg, über Frieden. Und er hat mich gefragt, was denken Sie ist das beste Antikriegbild? Ich dachte, Goya, Picasso, und Bernhard Heisler hat mir gesagt, nein, die Madonna. Das Anti-Bild zu dem Krieg, also nicht noch ein Kriegesbild, sondern ein Bild, das zeigt das Gegen von das, was man eigentlich nicht will, die Madonna. Kommt von Bernhard Heisler, der hat so viel sich mit Krieg auseinandergesetzt, mit Gewalt auseinandergesetzt. Aber ich glaube, mit den Jahren, wenn du älter bist, du fragst dich tatsächlich, was ist die Alternative? Und deshalb, Sie werden merken vielleicht, von dieser dunklen Seite, die oben, kommt man zu den doch helleren Bildern. Manche Bilder zeigen auch so einen Abschnitt von mir selber. Also dieses Bild zum Beispiel, die habe ich in die 90er Jahre gemacht, zu Ende der 80er Jahre, und das war die Wende. Und ich komme aus einer politischen Familie, also mein Vater war Kommunist und so kam ich eigentlich nach Leipzig. Und die Wende war für mich so auch eine große Frage, weil ich dachte, das ist die Richtung und plötzlich gab es etwas anderes. Und so habe ich empfunden, dass manchmal man nimmt Abschied von sich selber, von das, was man glaubte, von das, was man liebte, um die Welt mehr zu verstehen, so wie man kann eben. Okay, ich habe versprochen, ich rede nicht viel. Ich hoffe, dass das Buch wird für euch interessant. Ich habe versucht auch zu beschreiben, was die Kindheit ausmacht. Und je älter ich werde, ich erinnere so deutlich manchmal
die Räume, wo ich habe gelebt als Kind, meine Großmutter, den Geruch von dem Reis. Ich hatte, als wir lebten zusammen mit meinen Eltern, die ersten Jahre hatten wir nur einen Raum. Und wir hatten eine Nachbarin, die war eine alte Frau. Und ich habe ihre Reis sehr geliebt. Und bis heute, wenn ich rieche den Duft, den Reis, ich erinnere diese Frau. Gut, ich werde aber jetzt ein bisschen schneller sein. Zum Titel Spuren. Spuren. Es gibt Spuren, dass man folgt. Spuren, die man verwischen möchte oder wegwischen will. Man verfolgt Spuren in der Vergangenheit, man hinterlässt selbst Spuren, man sucht nach Spuren, findet oder verliert sie. Unser Leben ist endlich, was bleibt, sind Spuren. Versatzstücke, Erinnerungen, Zeuge eines Lebens, das so flüchtig wie das Schlagen eines Schmetterlingsfluges ist, so vergänglich wie die Fußspuren am Meeresstrand ist. Daher kamen diese Spuren. Man hinterlässt letztendlich Spuren und die Bilder sind tatsächlich eine Spur. Das ist ein Zeichen, ein Malen. Und ich will mit einem Text, bevor ich gehe zu der Danksagung, beenden, die ich habe, die fiel mir ein vor ein paar Wochen. Man fragt sich immer, woher kommst du? Und ich sage, aus Israel. Aber ich habe nachgedacht, ob ich aus Israel komme. Was ist das Israel? Was ist Deutschland? Was ist Palästina? Das ist Namen von Staaten. Aber es ist nicht der Name, von wo du kommst. Also habe ich so überlegt, woher komme ich? Ich komme von der Sonne. Ich komme aus dem Meer. Ich komme von den Sternen. Ich komme aus dem Mond. Ich komme aus dem Berg, aus dem Feld. Ich komme aus den Wolken, den Bäumen, den Blumen. Ich komme von wo das Leben kommt. Von der Erde, von meiner Mutter. Ich bin der Sohn der Erde, ein Erdbewohner. Mein Name ist Mensch, mein Zuhause die Welt. Das ist so für mich, woher ich komme. Und ich würde gerne jetzt, und ich bitte euch, mich zu verzeihen, weil ihr kennt wahrscheinlich die Leute nicht, aber für mich ist es wichtig, 3 Jahre eine Ausstellung zu bauen. Das geht wirklich mit Leuten. Und ich bin so froh und so dankbar, dass ich komme immer, treffe immer Leute, die haben Geduld für mich, weil ich brauche viel Geduld, bis ich entscheide etwas, bis ich etwas mache. Und da will ich mich wirklich mich bedanken. Mein Dank erst geht an Gabine Heinze für die Unterstützung bei der Arbeit am Katalog. Denn ich hatte sehr viele Texte und Gabine hat mir viel geholfen, diese Texte wirklich zu optimieren, zu wissen, was kommt nicht, was sollst du lassen. In dem Katalog, aber das haben wir schon gesprochen, was ich habe gemacht dort. Ich will mich bedanken auch vor dem Katalog, habe ich das durch die Förderung von dem Kulturamt. Und da ist mein großer Dank. Und auch an Herrn Matthias Graf, der ist der Abteilungsleiter für die Kulturförderung. Der hat mir sehr viel geholfen beim Rat. Weil ich frage mich, ich wusste nicht, wie soll ich das klären. Als nächstes will ich mich bei Herrn Dietmar Bronig bedanken, der Chef von der Druckerei Osiris Druck. Wir haben sehr viele Versuche gemacht, bis wir haben hingekriegt, den Druck, das wir tatsächlich wollten. Das hat gedauert ein paar Wochen. Mein Dank ist auch an Frau Mönch von der Buchbinderei Mönch. Und sie musste sehr viel Teste machen, bis sie hat hingekriegt, das Buch so wie er aussieht. Ich bedanke mich auch bei Quadriga, denn ich bin jeden Tag dorthin in die letzte Woche gerannt, um nochmal zu klären, ob der Rahmen soll so sein oder anders sein. Und sie hatte immer Geduld für mich. Und ich glaube, dass der Rahmen sehr, sehr schön geworden ist. Das ist von Quadriga. Ich bedanke mich bei meinem Freund Andreas Stische wegen dem Transport. Und mein besonderer Dank ist an Herrn Fiedler, der hier 3 Tage wirklich gearbeitet hat bei dem Aufbau der Ausstellung. Und manche Bilder waren nicht einfach zu hängen, weil die sind nicht geradlinig. Also Sie merken, manche Bilder sind rund, manche Bilder haben eine verschiedene Formen, also die sind nicht immer viereckig. Und das war doch eine Arbeit, sie aufzuhängen. Und 3 Tage Arbeit, 60 Bilder, es ist viel Arbeit.
Ich würde mich auch beim Herrn Bill Appel, der Hoteldirektor, für seine Hilfe bei der Ausstellung für die Versicherungsliste. Das mussten wir auch hin und her schieben. Und bei Herrn Stefan Krenzler für die Bildbeschriftung. Und natürlich auch bei dir, lieber Klaus. Es war eine sehr schöne Zusammenarbeit mit dir. Du hast mir erlaubt, hier diese Ausstellung aufzubauen. Das hat gedauert. Und ich danke dir auch für deine Geduld und dass du warst so offen, diese Ausstellung hier zu mir zu erlauben zu machen. Vielen Dank. Ich hoffe, wir machen noch weiteres, was Schönes. Und ich danke natürlich euch, dass ihr seid gekommen. Ich hoffe, dass wir verbringen ein angenehmes Abend. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen an mich habt, gerne. Vielen, vielen Dank. Dankeschön.